Thema jetzt ist Monitoring renovieren, aus alt macht modern. Alle richtig? Gut. Vorhin kam schon falsch rum. So, Ausblick. Worum geht's? Also Monitoring, leidiges Thema, man braucht es, einige wollen es nicht. Und deshalb so kurzer Überblick. Nagios, das kennen ja irgendwie alle, dann gehen wir kurz drauf ein. Warum kommen wir daher? Wo können wir hingehen? Als Beispiel Sensu. Kurz erklären, wie es funktioniert ist, was so toll daran, was vielleicht nicht ganz so. Und was kann man so als Gedanken mitnehmen, wenn man es migrieren will, woanders hin? So großer Fahrplan, grober Fahrplan. Zu mir. Ich bin so im IT-Security-Umfeld drin, unterwegs, so Master mache ich da noch drin. Hauptberuflich als System Engineer seit mehreren Jahren. Themen sind so Web-PKI, Orchestrierung, Monitoring, Thema halt auch. SSH, also Richtung DevOps mit Security, so dem Blick. Immer bei der Bcon. An Config Management bin ich so im Bereich Salt, Ansible, Puppet unterwegs. Da kenne ich mich aus als Monitoring, so Nagios, Checken, Sensu, Otzabix und Prometheus auch mal angeguckt, aber so primär die Punkte. Was machen wir? Die Bcon. Ja, so IT-Dienstleister, auch für Konzernkunden, verschiedene Themen unterwegs, auch mit Open Source engagiert. So als Überblick, wir machen auch so System Monitoring, ein bisschen anderen Kram. Ja, kann man sich angucken, wenn es interessiert. So, über euch, wie ist euer Background? Config Management soweit bekannt oder wird es genutzt, eingesetzt? Ansible wird es eingesetzt? Nicht ein bisschen, ab und zu. SaltStack? Eigentlich so? Puppet oder Chef oder irgendwas? Also mehr oder weniger bunt gemischt, steht da immer so ein bisschen was. Okay. Und Monitoring, was ist da so im Eingang? Nagios, nutzt jemand Nagios? Okay, da nicken einige. Singer 2, da ist Singer, benutzt es jemand? Okay, Singer auch. Ist Singer 2 da 1? Okay, gut. Deshalb wegen den Checks unterschiedlich von Config. Sensu, nutzt jemand Sensu schon? Nicht? Okay, und sowas Prometheus oder? Auch nicht. Okay. Gut. Dann weiß ich, wo wir herkommen. Okay. Ja, das Problem oder was ist das Problematische daran? Die alten IT-Landschaften waren ja so idyllisch, statische Setups, man hat es einmal hingestellt, dann läuft es. Heutzutage hat man eher so Containerinfrastrukturen, virtuelle Maschinen, die sind relativ dynamisch, auch die Ressource-Anfragen sind dynamisch, ist ja nicht so, ich stelle mein Cluster hin, es rechnet dann halt 10 Jahre rum oder bis es abgeschrieben ist, sondern je nachdem, wie die Last ist, skaliere ich ja dynamisch heute in die Breite auch. Die Ressourcen müssen ja auch im Monitoring eingetragen werden. Was nützt mir, wenn ich skaliere und es ist nicht irgendwie in der Überwachung mit drin? Mehr Fluktuation und es gibt auch die Anforderungen ans Monitoring-System. Und wenn wir jetzt alle noch in Nagios fahren oder in Isinga, dann kommen wir vielleicht auf Probleme. Warum ist der Nagios die Referenz? Also Nagios wird da hier vermehrt eingesetzt, hat halt einen GBL-Kurs, easy to run. Installation ist ja relativ einfach, apt-get install, dann werden da noch ein paar Textfallen irgendwie editiert und wupp, irgendwas läuft schon. Das geht da eigentlich relativ leicht von der Hand. Und das kann ich auch noch mit meinen zwei anderen Tonschutt-Admins noch per Hand machen. Für so 50, 60 Maschinen maximal, da geht es noch ganz gut, so 10, 20 definitiv. Das stelle ich einmal hin und dann gucke ich es nie wieder an, außer ich kriege irgendwelche Mails von dem System. Und was auch schön ist, das Plugin-Format ist einfach. Da kommen wir gleich noch hinzu. Was können wir mit so einem Nagios machen? Nach Host-Service, Alerting, Silencing. Silencing mit das Wichtigste, dann kann man das alles auf Mute klicken, wenn schon der Thread-Hang rot ist. Zum Setup, wir haben ja quasi unser Nagios Core und führen Checks aus. Da brauchen wir auch diesen NRP-Agent oder Client auf dem Zielsystem, wo wir quasi monitoren wollen. Also wir haben eine lokale Check-Ausführung auf dem System. Mit diesem RD und Performance-Graphing habe ich noch nie live gesehen, das soll angeblich funktionieren. So. Das Checkformat, warum ist das so verbreitet? Ist relativ easy. Wir haben quasi Return Codes. Das ist wichtig, weil unser Check gibt quasi vor, ob er okay ist. Wir haben quasi eine 0 ist okay, eine 1 ist Warning, 2 Critical und Unknown. Das heißt, wir geben dem Check mit und er evaluiert schon, ob das Status quasi okay ist. Das heißt, im Nachhinein, wenn wir feststellen, wir müssen Thresholds für Disk Usage oder die Fehlerratio zu okay, ausgelieferten Request ausliefern, das können wir im Nachhinein nicht mehr machen. Die Thresholds sind mit angegeben. Der Kommando sieht ja aus, wie man kennt. Wir geben Warning und Critical mit an. Am Ende kriegen wir quasi sowas zurück.
Metrik- und Performance-Daten. Wenn wir jetzt quasi sehen, okay, wir haben hier, wenn wir zurückgehen, hier ist als Beispiel auch ein Ping-Befehl aufgeführt und HTTP-Check. Das ist ja schön, dass der Ping okay ist. Vielleicht will ich aber sehen, wie entwickelt der sich über die Zeit. Also was ist in den letzten 2, 3 Wochen passiert, was in den letzten 5 Wochen passiert, warum haben wir plötzlich oder warum ist unser HTTP-Request critical? Wann war der Punkt, als es critical ging, haben wir vielleicht einen Change in der Applikation ausgerollt und dadurch ging die Latenz hoch. Vielleicht braucht die Applikation das länger. Und das sehen wir jetzt hier natürlich nicht. Wir kriegen plötzlich montags früh um 8, wenn wir ins Office kommen, quasi Meldung ist rot und ja, schön. Wann ist es denn passiert? Samstag oder Sonntag? Sehen wir nicht. Ups, eins zu weit? Nee, doch. Genau. Und das Nagios hat auch quasi noch, also im Checkformat ist definiert, dass wir auch Performance-Daten ausliefern können. Das heißt, die können wir eigentlich evaluieren. Wird aber in den meisten Nagios-Setups nicht gemacht, was schade ist. Das ist dann quasi, wenn ich diesen Output habe, kriege ich ja quasi, mal zurück nochmal hier. Ich kriege ja quasi den Status 0 für okay, dann diesen Human Readable Text, den wir lesen können, dann kommt eine Pipe und dann können wir quasi noch Performance-Daten ranhängen, die aber vom Nagios per se verworfen werden. Ist hier definiert. So, das heißt, wir haben irgendwo Limitierungen. Die sind in diesem Vortrag, da, den man auf Slideshare sich durchklicken kann, relativ gut aufgezeichnet. Das Schöne ist wirklich, dieses relativ einfache Plugin-Format, irgendwie in Bash, in Perl, im Prolog oder sonst wo, sich einen Check zu hacken, ist relativ einfach. Das kriegt man relativ sehr gut hin. Es gibt quasi potenzielle Mitarbeiter, Kollegen, die sowas können, die gibt es ja wie Sand an der Ostsee. Also wer kennt kein Nagios? Das ist quasi, selbst wenn nicht, dann kommt man da relativ schnell rein. Das Angebot an Plugins ist sehr, sehr weitreichend. Monitoring, Exchange.com oder so ist es jetzt. Da gibt es ja für fast alles Plugins, auch für proprietäre Systeme, für Storage, für ja, also selten, was es nicht gibt. Problem ist, skaliert halt nicht. Also stelle ich mein Nagios-Core hin, wupp, steht da Pech. Also wenn ich dann quasi mehr in die Breite skaliere mit meiner Produktivumgebung und dazu noch dann, oder wenn ich mit dem Monitoring quasi mit daherkomme, habe ich ein Problem, weil ich kann nicht einfach noch so ein Clusterverbund neue Instanzen hinzufügen. Ich muss dann irgendwie so ein Sharding-Schema einsetzen, wo ich sage, okay, die ersten 100 Hosts da, die anderen vom nächsten System, da muss ich aber wieder das Alerting irgendwie konfigurieren. Nächstes Problem, Konfiguration. Da habe ich statische Textfiles, die liegen im Filesystem rum. Und wenn ich jetzt einen neuen Host habe, dann muss ich quasi neue Textfiles anlegen oder die alten editieren und das System reloaden. Da kann ich nicht irgendwie sagen, okay, ich habe quasi sowieso einen Verzeichnisdienst laufen oder ich kann meine AWS-Instanz anfragen, was für Instanzen habe ich denn? So dynamische Konfiguration gibt es nicht. Das UI ist auch nicht wirklich schön. Da gibt es verbesserungswürdig. Performance-Daten werden verworfen. Und ein Punkt ist auch, Server und Client müssen wissen, welche Checks ausgeführt werden. Ich muss auf dem Client hinterlegen, welche Skripte gibt es, die Checks ausführen. Der Server muss auch wissen, wie die ausgeführt werden. Ist so, ja. Aber natürlich, heute haben wir andere Systeme, andere Landschaften. Und dadurch wollen wir mehr von unserem Monitoring-System. Wir haben jetzt keine monolithischen statischen Landschaften mehr, deshalb wollen wir kein monolithisch-statisches Monitoring-System mehr. Was schön wäre, wirklich dynamische Host-Konfiguration, wo ich sage, okay, ich fahre neue Instanzen dazu, ich habe neue Services, die ich anbieten will, die sollen automatisch mit reinkommen. So die Default-Anfragen wie Health-Status, Ping-Latency und so, die kann man ja quasi relativ einfach abfrühstücken. Das Ding sollte skalierbar sein. Wenn halt meine eine Monitoring-Instanz ausfällt, würde ich gerne noch immer meinen Systemstatus kennen von der ganzen Landschaft und Metriken will ich auswerten. Mir bringt es auch nichts, wenn das Ding irgendwie meldet, Platte ist voll. Ich würde gerne wissen, wenn ist die Platte in 4 Stunden voll, damit ich noch reagieren kann vorher. Weil die kann ja auch quasi auf 90% laufen, aber wenn die jetzt seit einem Jahr auf 90% läuft, ist es ja okay. Wenn ich dann aber quasi ein steigendes Wachstum habe, wo ich jetzt 60% in 3 Stunden 80% habe und dann ist es in 4 Stunden wirklich voll, dann muss ich irgendwann reagieren. Deshalb ist so diese statische Check-Auswertung kritisch, also das heißt kritisch, unpraktisch in dem Sinne. Ja, dann, wie kann man es besser machen? Zeige ich mit Sensu. Was ist Sensu? Sensu ist auch eine Monitoring-Software, die ist skalierbar, ist kein monolithischer Ansatz. Man kann auch die Checks aus Nagios und Zabbix wiederverwenden. Das heißt, wenn man sich selbst mal Checks geschrieben hat, die irgendeine Logik abbilden oder irgendwelche Systeme, die man selbst gebaut hat, dann kann man die weiterverwenden. Die ist automatisierbar ausrollbar.
was ein großer Vorteil, aber auch ein Nachteil ist in gewisser Hinsicht. Das hat eine dynamische Client Registry, das heißt, ich kann auch die Instanzen, die ich im AWS betreibe, automatisch ziehen. Ich brauche die nicht irgendwie extra in eine Textfiles ablegen. Das hat Metrics-Support nativ mit drin und eine API, die ich anfragen kann. Das heißt, ich kann mir auch eigene Dashboards bauen oder irgendwelche anderen Clients, die irgendwas mit diesen Monitoring-Daten machen. Wie sieht es aus, die Architektur? Wir haben quasi einen Sensu-Server. Dann haben wir dazu die API. Data Storage ist seit Redis. Vorne ist ein RabbitMQ und die Clients reden mit den Servern über das RabbitMQ. Ist jetzt ein relativ komplexes Setup, deshalb ist es ja auch für Konfigurationsmanagement ausgelegt. Also das Schöne ist, ich kann halt in die Breite skalieren, da ich quasi RabbitMQ bietet auch die Cluster-Möglichkeit, das skaliert von sich aus und dann kann ich auch mehr Clients auf die gleiche Instanz vom Master hängen. Und ich kann auch mehr Master oder Server dazustellen, die hängen sich dann ans RabbitMQ und ich muss die Clients nicht umkonfigurieren. Das heißt, ich kann es schön skalieren. Rückschlussfrage? Kann ich da auch einen anderen Message-Broker für verwenden, außer RabbitMQ? Habe ich noch nicht probiert, aber ich glaube, das ist... Von Apache noch was? Da gibt es einige, ja. Ich glaube, das ist ein, also RabbitMQ nur. Bin mir nicht ganz sicher, das ist, weiß ich jetzt nicht. Also im Prinzip, ich glaube, ein Client und Server eingebaut ist fix RabbitMQ. Ja, ist so. Was hatten wir hier? Genau, den Aufbau. Was sind so die Kernziele dahinter? Also der Fokus, der Setup ist ja relativ komplex. Ich brauche dann 3, 4 Dienste, noch ein RabbitMQ davor, dahinter ein Redis als Data Store. Und das Parent auszurollen ist anstrengend, bis sehr anstrengend, weil ich ja die Dependencies habe und vielleicht will ich dann doch wirklich ein Config-Management nutzen. Aber eigentlich hat man heutzutage wahrscheinlich ein Ansible oder schon auch ein Puppet rumstehen. Dafür gibt es auch fertige Rezepte oder Formulas, Kochbücher, wie die mal heißen. Das geht relativ einfach. Das gibt viele Plugins. Das gibt auch einen eigenen Plugin-Account. Da sieht man hier 184 Repositories. Da gibt es einiges und es sind nicht bloß die einzelnen Checks, da sind noch mehrere drin. Also ähnlich gut wie für Nagios. Das Setup ist aufwendig, kann man automatisieren. Dafür ist das Design modern. Also Metriken sind mit eingebaut, was bei Nagios nicht haben. Das skaliert, dynamisches Inventory, da geht einiges. Und wenn man es mal evaluieren will, da braucht man natürlich diesen ganzen Stack hinstellen. Das geht auch einfacher. Man kann quasi einen Server, einen Redis für den Transport und einen Client nehmen oder mehrere Clients. Das ist für einen Produktivbetrieb jetzt nicht wirklich empfohlen, aber zum Testen, Evaluieren ist es wesentlich besser, als sich diesen ganzen Stack hinzustellen, weil er doch schon aufwendig ist. So, wie sieht so eine Konfiguration aus? Das ist quasi in JSON gehalten. Daher auch dieser starke Fokus auf diese APIs. Ich kann das skripten. Da konfiguriere ich mir halt quasi, wo mein Redis ist, den Transport. Das ist auch ein Redis in dem Fall, kein RabbitMQ. Und auf welchen Port die API horcht oder der API-Service läuft. Das ist die Client-Konfiguration. Genau. Und ja, auch noch besonders ist, die Checks sind Publish und Subscription based. Das heißt, der Server publisht das über das RabbitMQ, diesen Message Broker, und die Clients holen sich dann diesen Check ab und publishen auch das Checkergebnis drüber. Das heißt, eine direkte Kommunikation Server-Client ist nicht vorhanden. So, nachdem man die Configs angelegt hat, die Mini-Configs, kann man dann quasi den Server, die API und den Client starten. Und ja, dann kann ich auch die API anfragen und sehe, welche Version, so ein altes Beispiel, und dass ich quasi, ja, läuft. Das Setup, also Mini-Setup jetzt. Denkt noch nichts weiter dran, ist wirklich nur das Mini-Ding. Ein Dashboard ist auch mitgeliefert, auch als Einzelservice, der fragt dann über die API den Server an, oder über die API zum Redis, wo die Daten abgelegt werden. So, das Sensu-Spec-Form, also Plugin-Format, wie sieht das aus? Die Ausgaben werden wie nach Standard-Out, Standard-Error geleitet, über Nagios. Das hat Return-Codes 0, 1 und 2. 0 ist wieder okay, Warning und Critical. Kommt ja bekannt vor irgendwie. Command-Aligned-Arguments sind auch quasi spezifiziert und ja, Plugins müssen irgendwie ausführbar sein. Und dann kann ich wieder im JSON-Format quasi ein Plugin-Command, also ein Check-Command definieren.
Das heißt, wie man sieht, ist es sehr an dem Anunnakis-Format angelehnt. Das heißt, die kann man wirklich ohne Probleme weiterverwenden. Und ja, Senso an sich ist in Ruby geschrieben, vielleicht noch Seiteninfo. Deshalb sind die ganzen Checks, die von Haus aus mitkommen, auch in Ruby geschrieben. Aber es ist auch kein Problem, wieder irgendwas anderes auszuführen, was ausführbar ist. So wie so eine Check-Definition aus, wieder JSON-Syntax, Check hat einen Namen, ein Command, der ausgeführt ist. Dieser Standalone-Check ist halt, der auf dem Client ausgeführt wird, Intervall und Refresh. Das heißt, der wird wieder vom Server getriggert und auf dem Client ausgeführt. So, das dazu, aber jetzt wissen wir, wie wir ein anderes Monitoring-System nutzen können, ohne die ganze Check-Logik zu verlieren. Wollen wir eigentlich alles migrieren? Nehmen wir jetzt einfach alle Checks, ziehen die rüber, per Ansible automatisiert oder nicht? Wie wir ja wissen, mit Projektmanagement und Dings, vielleicht ging in der Vergangenheit mal was schief, jetzt kann natürlich auch was schief gehen. Vielleicht sollte man überlegen, wie man es besser machen kann. Das heißt, erster Schritt, den ich empfehlen würde, wäre Iststand analysieren. Ist mein Nagios grün, rot, wie sieht es aus, wie ist die Farbgebung? Vielleicht sind die roten Checks, die seit 300 Tagen silent sind, nicht mehr notwendig. Warum sind die nicht mehr notwendig? Wie kann ich die besser machen? Ist das System obsolet geworden, dann kann ich den Check wegschmeißen, vielleicht ist sogar das System dahinter. Also wirklich mal überlegen, was wird da gemonitort, wie wird es monitort, ist alles abgedeckt, ist die Performance okay, vielleicht sind die Checks auch rot, weil die einfach zu lange laufen zum Brauchen, sind die Systeme zu busy, also einfach mal drüber gucken, was geht da oder was geht nicht. Und auch gucken, wie werden jetzt, also welche Checks werden vom Sensu mitgeliefert oder angeboten. Vielleicht sind die Checks, die man damals für Sargos ausgesucht hat, heutzutage besser gelöst, besser umgesetzt, performanter umgesetzt. Das heißt nicht alles blind migrieren, wirklich nur das, was man jetzt nicht mehr aktuell für Sensu vorfindet. Was kann man machen? Das Schöne ist, was Sensu auch noch mitbietet, Aggregates heißt es. Ich kann quasi Checkergebnisse aggregieren. Also ich kann einen Hit auf die Datenbank machen, einen Hit auf die Service-API, die ich bereitstelle. Und die kann ich quasi verwurschteln. Wenn ich dann sehe, der Check ist rot, dann gucke ich, ob die Datenbank auch nichts zurückliefert, dann weiß ich, das ist nicht der Webservice, sondern die Datenbank dahinter. Wenn man das klug macht, kann man da wahrscheinlich sehr viel falsche Alerts vermeiden und sinnvoll alarmieren. Sinnvoll alarmieren, auch wichtiger Punkt. Es bringt mir nichts, wenn ich immer maile, boah, Platte ist 90% voll. Vielleicht ist die Info total sinnfrei, weil nachts läuft das Backup an und dann ist die Platte mal kurzzeitig voll, bevor das Backup gezippt wird und wegtransportiert. Da überlegen, wie alarmiere ich sinnvoll. Da habe ich auch noch vom Google Engineer so ein kleines Paper gefunden, so 5 bis 10 Seiten sind es, über so Alarmierungsphilosophie. Das kann ich auch nochmal verlinken. Das finde ich ganz nett, weil ich glaube, das Hauptproblem ist nicht das Monitoring, sondern das Alarmieren. Wenn ich jetzt pro Tag 300 Mails rauswerfe da kommen mal Kunden vorbei und klicken auf der Webseite rum, deshalb geht die Last hoch, das ist nicht sinnvoll, da guckt da kein Engineer mehr drauf nach einer Weile. Also, ja, das ist glaube ich der schwierige Punkt. Das ist so, das Monitoring hinstellen, installieren, das kriegt man irgendwie hin, auch wenn es ein RabbitMQ mit drin hat. Aber so im Nachgang diese Probleme, die man überall hat, egal vom technischen System. Und Metriken nutzen. Das beste Beispiel, das habe ich damals bei Prometheus gesehen, die haben keine Checks mit okay oder critical, die sammeln nur Metriken und die Metriken werden am Ende ausgewertet. Das kann man mit Sensu auch abbilden. Und das Schöne ist, das beste Beispiel, was ich hatte, ich sammle Metriken und dann extrapoliere ich, wann die Platte wann ein gewisser Threshold erreicht wird. Bestes Beispiel ist, wann ist die Platte in 4 Stunden voll, weil der Engineer braucht 4 Stunden neue Platte in den Server zu stecken oder in den Storage. Das fand ich so als einleuchtendes beste Beispiel, Metriken zu nutzen und daraus quasi mit welchen Query Languages auch immer irgendwelche Ableitungen zu machen. Ja. Oh, ich muss fast durch. Sourcen, Manpages, sensuapp.org, da gibt es einen relativ guten Install-Guide für den man durchklicken kann zum Installieren, also für die Code-Installation auch. Das gibt nicht bloß den Sensu Core, die Open-Source-Variante. Das gibt auch quasi ein kommerzielles, dann ist es, läuft es in der JVM, immer noch Ruby, Iron Ruby vermutlich dann, Iron Python, egal. Also das Ruby für die JVM, das ein bisschen Performance-Improvements hat und hat auch ein anderes Dashboard mit, was ein paar mehr Funktionalitäten mitbringt, ja.
Genau, was wir auch noch haben von der BCom, wir hatten mal so Monitoring, White Paper geschrieben, da stellen wir verschiedene Systeme vor, vergleichen die ein bisschen für relevante, kann man sich gratis klicken. Da gehen wir mal auf Sensu, Inagios, Isfinger, Subix, ja, was es sonst noch gibt, ein, so als Vergleich. Wenn man sich nach neuen Plugin-Inspirationen sucht auf GitHub, den GitHub-Account Sensu Plugins, da gibt es die 183 Repos und noch viel mehr Plugins drin, da gibt es einiges. Oder wir können natürlich gerne noch bei einer Limo Bier fachsimpeln zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören.